Hallo und herzlich willkommen bei Virtuous und einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind kurz vor der Stadt, also vor dem Zielort Kyrenaika, oder wie das heißt. Da, ne? Guck mal, wir kommen immer näher dran. Hier war die eine Nebenquest, die wir leider noch nicht machen können. Schade eigentlich. So, ich bin von hier aus rumgekommen, weil ich habe doch das Grab mitgenommen. So. Also würde ich mal sagen, kurz Intro und dann geht's auch schon los, wenn wir in die Stadt einreisen. Ist ein sehr schönes mein Gebiet, Junge, wie ich finde. Mein armer Junge! Guck dir das mal an hier, die sieht ziemlich reich aus. Stadt haben wir entdeckt, haben wir hier so einen schönen Aussichtspunkt. Hier können wir eine Schatztruhe plündern, die können wir ja mal mitnehmen. So, oberhalb. Gucken wir gar nicht rein. Soll die nicht hier sein? Gucken wir da rein. Auch nicht. Wie soll das denn sein? Hier wird mir nur der angezeigt. Gucken wir mal hier rein. Alles mitnehmen, was geht. Na, kein Schatz. Merkwürdig. Egal, komm, wollen wir auch gar nicht lange hier rumeiern. Wir wollen ja ein bisschen weiterkommen. Schön hier das Bergbaugebiet. Bergweinbaugebiet, würde ich mal ganz vermuten. Sieht mir nach Weinstöcken aus, oder? Boah, schick ist es doch, oder? Wohlhabende Stadt. Da sieht der Siva aus wie so ein Drecksloch gegen. Mit Esel. Da ist unser Ziel. Können wir auf die reiten? Nee. Lass den Esel reiten. Leider nicht. Wir müssen dazu probieren. Weil da unten ist Party. Verehrt ihn! Verehrt ihn! Mars Incarnata! Flavius von Kyrene! Hörst du diese wunderschöne Musik? Tanz! Flavius raubt dir ihren Verstand. Das ist nicht gut. Oder natürlich. Tanzen sie, bis ihre Füße bluten? Wir werden gequält. Wer nicht hört, wird bestraft. Ja, sieht man jetzt schon. Was ist das denn? Wird das eine neue? Frieden! Ich bin nicht dein Feind! Es tut mir leid. Es ist nur... Er hatte so ein sanftes Wesen. Einmal brachte er einen verletzten Hund mit, damit ich ihn verarzte. Warum tut er sowas? Das habe ich schon mal erlebt. In Siva. Ich suche das Monster, das verantwortlich ist. Flavius. Der Prokonsul?
Dieser ranzige Sack voll Ziegenscheiße hat meinen Sohn ermordet, mein Dorf geplündert und marschiert nun durch dein Land mit dem Licht des Amun-Re. Komm, suchen wir den Hof ab. Nach Überlebenden. Ich bin Bayek von Siva. Praxila, vom Land der Verrückten. Warum sollte Flavius das tun? Es sind Siva. Wir müssen auf jeden Fall nach da. Das ist unser Ziel. Da müssen wir an denen vorbei. Sie standen ihm im Weg. Oh nö, jetzt schon wieder bohren, Alter. Wir müssen vorsichtig sein. Was machst du denn da? Schnell weg. Oh shit, da hat er mich fast erwischt. Die einmal zu lang. Oh shit. So, jetzt hab ich dich. So, tot! Den Schwein. Man hört auf zu bohren da unten. Das ist ja widerlich. Mich nervt das voll. Ich weiß ja, dass es euch auch nicht besser geht damit. Diese Grausamkeiten des Flavius hier, sie machen mich krank. Er wird nicht aufhören, bis er Rom erreicht. Dann ist auch die Stadt seinem gottlosen Ehrgeiz ausgesetzt. Und wir rutschen mal hier rein. Mal gucken, was wir hier finden. Es muss doch jemand überlebt haben. Frauen, Kinder. Vielleicht in einem Versteck. Was haben wir hier? Hier. Da lebt einer! Huhu, Norma! Was geht, Omi? Menet, geht es dir gut? Was ist hier geschehen? Legionäre und der Milchbart mit dem Löwenkopf nahmen jeden Arbeiter mit. Bauern, mein Sohn Kade. Einfach jeden. Und dann kam er. Dunkle Augen, gekleidet wie ein Rabe. Ich wollte ihn schon mit Steinen verscheuchen. Ah, die ist blind, deswegen hat es nicht gebracht. In der Hand. Er hielt es hoch und krächzte, als die anderen fielen. Mal durch die eigene Hand, andere durch die ihrer Liebsten. Wieder natürlich, alles hier weinte und schrie, rannte und starb. Wie konntest du... Niemand sieht die alte Nenet, ein altes Weib mit trüben Augen. Aber ich sah sie. Und ich schrie nicht. Biss mir auf die Zunge, bis das Blut floss. Die Männer, die das getan haben, wir werden sie finden. Spute dich. Der Rabe flog nach Norden zum Heim der Jägerin. Ich habe die Soldaten belauscht. Bringt mir Kade zurück. Ich versuche es. Flavius hat mir auch meinen Sohn genommen. Bringen wir Nenet zu meinem Karren. Willst du Flavius folgen? Ich muss. Nochmal Check-up. Nix da. Für deinen Sohn? Für alle Söhne. Du musst ihn wirklich sehr vermissen. Jede Stunde, ob ich wach bin oder schlafe. Das ist dein Karren? Du wirst ihn wiedersehen. Im Gefilde der Binsen. Ich hoffe es. Nenet sprach von einem Heim der Jägerin. Ja, Kyrene. Das prächtige Einfallstor römischer Eroberer. Es liegt im Norden. Wenn Flavius dort ist, finde ich ihn und vernichte jede Faser seines Ka. Okay, damit haben wir eine Aufgabe. Kommt sie mit? Wenn du in Kyrene eintriffst, such nach meinem Freund Diokles. Ich würde ihm mein Leben anvertrauen. Und deines.
Als Magistrat empfängt er Bittsteller auf der Agora. Gib ihm das. Ich hoffe, damit heilt er den Irrsinn in diesem Land. Ich bete, dass du Gerechtigkeit findest, Bayek. Schade. Ich dachte, sie kommt mit uns mit. Was wollen Sie von Nenets Sohn Kade? Die Zitadelle wirft einen langen Schatten über die Kyrenaika. Es gibt Gerüchte, dass Feldherr Agrippa und Flavius einen Krieg vorbereiten. Geh weg. Gegen Ägypten? Bezweifelst du ihren Ehrgeiz? Nein. Sie hören erst auf, wenn ich sie stoppe. Ich bringe Nenet zu meiner Klinik in Balagrai, südlich des Asklepios-Heiligtums. Obwohl es dort schon mehr als genug Ärger gibt. Ich finde dich, wenn ich kann. So. 35. War klar, dass die jetzt nicht mehr in unserem Aufgabenbereich liegt. Das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen rumeiern, bevor wir hier weiterkommen. Der gute Römer. Na, da werden wir wahrscheinlich mal auf die Nebenquest umschlagen. Bevor wir uns hier weiter im Norden treiben lassen. Peu à peu, ne? Peu à peu durch die Gegend. Ah, sieht aber schick aus hier. Schade, dass wir hier schon wieder gehen. Wow. So. Eins der schönsten Gebiete, wie ich bis jetzt finde. Mal ein bisschen grün, nicht immer hier nur Wüste, Sand und Dreck und Bäh und I und O. Verärgere den Vorarbeiter nicht. Wir wollen nicht, dass er uns zum Aquädukt versetzt. Dort ist es wie im Schlund des Hades. Ich traf... So, komm mal her. Der Vorarbeiter lässt die Wachen nach uns sehen? Wir beschweren uns nicht. Wir arbeiten hart. Ich bin keine Wache. Ich bin ein Magi aus Siva. Behandelt ihr euch schlecht? Die Arbeit sieht sehr schwer aus. Nein. Im Vergleich zu den Sivanern am Aquädukt behandelt man uns wie Pharaonen. Das würde ich nicht sagen. Gibt es Probleme beim Aquädukt? Dieser patzige Ingenieur, Vitruvius. Unsere Landsleute schuften sich zu Tode. Und jetzt ist auch noch die römische Armee dort. Das bedeutet nichts Gutes. Ich sehe mir das mal an, Seni. Okay, komm, die nehmen wir mit. Die machen wir jetzt mal. Es ist ja nicht weit. Ist mein Gaul noch da? So. Wir müssen ja ein paar, also 35, das heißt, wir müssen auf 33 hochkommen. Bevor wir hier weitermachen können. Na, die bauen halt so ein Aquädukt, ne, für Wasser und so. Da, guck mal hier, Tierwelt. Ist ja auch sehr ausgewöhnt. Wow. Mal den Weg. Komm hoch da. Schade. Immerhin eins hier. Ta, guter Vogel. Rennt doch nicht so weit weg. Die lassen nichts fallen, ne? Ne. Ja, doch. Gibt dir extra IP, so ein Kopfschuss.
Weiß nicht, ob das auch bei Tieren gilt. Mir ist mein Gaul. So, läuft doch gut. Da haben wir noch eine Handvoll. Uns abgehauen, die Schweine. Ja komm, ist ja auch wurscht. Wir wollen da hoch. Aufs Aquädukt. Gucken, was die so zu sagen haben. Sieht cool aus. Komm mal her hier. Vorarbeiter. Vielleicht löst die Peitsche deine Zunge. Genug! Meine Arbeiter tragen keine Schuld. Schickt mir Soldaten mit etwas Verstand oder wir finden meine Dioptra nie. Feldherr Agrippa wird davon erfahren. Ein Römer, der sich für Ägypter einsetzt. Erbärmlich. Sag Agrippa, ich brauche echte Soldaten, die mir im Kampf gegen diese Diebe helfen. Und jetzt zurück zu euren Weinschläuchen, ihr nutzlosen Faulpelze. Das ist wohl der gute Grieche. Bist du dafür verantwortlich, dass sich mein Volk zu Tode schuftet? Dein Volk? Es ist mein Volk. Ich halte es unter diesen äußerst widrigen Umständen am Leben. Doch wer bist du, mein ägyptischer Freund? Bayek von Siwa, Beschützer dieser Menschen. Nun, Bayek von Siwa, ich bin Vitruvius und entgegen der herrschenden Meinung sind nicht alle Römer eure Feinde. Wenn du deinen Leuten helfen willst, dann hilf mir. Unser Werkzeug wurde gestohlen. Mein Messinstrument, die Dioptra, ist wichtig. Ohne sie stoppt der Bau des Aquädukts. Die Lakaien des Feldherrn geben meinen Arbeitern die Schuld. Vielleicht suche ich nach deiner Dioptra. Mit ihrer Hilfe könnte dieser erhabene Fluss bald die Felder der Kyrenaiker bewässern. Sprich mit Dedi bei der Baustelle. Er hatte sie zuletzt. Fortuna sei mit dir, Bayek von Siwa. Okay, Doki. Da ist unser Ziel. Na, hier unten ist auch noch irgendwas. Ja. Drecksrömer. Läuft. Schätze? Na, gibt ordentlich Kohle. Zumindest keine drei. Ja, komm, wir müssen auf jeden Fall da hoch. Doch, nehmen wir mal hier den schnellen Weg. Ja, so ein Bau hat was, ne? Bist du Dedi? Ma
zwei Hades Feuerzwickel. Ich hab sie nicht. Bitte, töte mich nicht. Daddy, warte. Ja, man schon. Ganz ruhig. Ich tu dir nichts. Aber halb nackig. Sag mir, wo die Dioptra ist. Meine Frau brachte mir gerade eine frisch gebratene Hähnchenkeule zum Mittag. Es muss schon Wochen her sein, seit ich... Klingt köstlich, aber kommen wir zu diesem Werkzeug. Genau. Dein Essen hilft nicht weiter. Oh, verstehe. Also, ich ließ die Dioptra in der Höhle. Und als ich wiederkam, war sie weg. Gestohlen von Wölfen, Geistern oder Schlimmerem. Wie sieht diese Dioptra aus? Wie eine Feuerschale. Aus drei Teilen. Durch ein Teil sieht man, mit einem misst man. Ich finde sie. Und du versuch nicht vor Angst zu sterben. So, und da es jetzt gerade wieder sehr, sehr laut wird, mache ich hier Feierabend für heute. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.